Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome in der vierten Staffel mit den Germanen, dem Königreich der Germanen. Denn ich finde, wir sind groß genug, uns Königreich nennen zu dürfen. Der König der Germanen ist Arminius. Der Eroberer, 92 Jahre alt, ich muss mal gucken, dass wir vielleicht nicht irgendwie noch irgendwas haben, was Bonus auf Gesundheit bringt, dann könnte er noch etwas länger leben. Aber ich sehe hier, glaube ich, nichts. Nein. Das wäre natürlich optimal, ne, wenn wir da was hätten, aber nein. Nee, da haben wir leider nichts. Blutlüstern, oh Gott. Aber der hat auch keine negativen Sachen, ne? Der ist einfach nur gut. Ne? Arminius ist einfach nur gut und ich glaube, das ist auch ein sehr... Der lebt auch sehr gesund. Also ich glaube nicht, dass der sich jeden Abend Schweinefleisch hinterhaut oder so. Nee, nee. Der frisst die ganze Zeit nur Gemüse. Keine Ahnung. Ja. Beim letzten Mal haben wir die Bretagne vernichtet. Das war das Ende der Bretagne, damit auch endgültig. Jetzt gibt es nur noch einen kleinen Barbarenstamm hier auf Irland, aber den auf Ibernia. Den werden wir unterwerfen, nur mit Hilfe von Marcui. Der hat auch zwei Kommandosterne, hat ein paar Söldner unter sein Kommando gebracht und macht sich jetzt bereit, mit der Flotte überzusetzen, um sich Irland unter den Nagel zu reißen. Und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes machen. Wir müssen auch gegen die Römer kämpfen. Ich sehe vielleicht eine Situation, Fragezeichen. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob das klappt. Aber ich würde ganz gerne, wenn es dann möglich ist, hier tatsächlich den Römer angreifen mit Arminius und damit die Armee aus der Stadt rausholen und dann eine Echtzeitschlacht machen, die wir durchaus gewinnen können und dann die Stadt einfach besetzen. Dann sind wir nämlich safe vor ihm hier, weil das ist ein Tod, es ist eine Todesarmee. Wenn wir der begegnen, dann ist ganz schnell Ende, weil das kriegen wir nicht hin. Da müssen wir eine ganz andere Armee aufschicken. Ich würde die hier dann sehen. Ich glaube, ich lasse die Plänkler mittlerweile auch hier, oder? Vorbei, die können schon ganz nützlich sein, aber ich will überlegen, die Plänkler hier zu lassen und die Elite-Schützenbande mitzunehmen, weil die einfach eine bessere Utility hat. Aber müssen wir einfach mal schauen. Wir rekrutieren auch wieder schön gotische Kavallerie und auch Nachträuber werden wir uns ein paar holen. Ja, das machen wir. Das ist gut. Und ja, wir können uns das auch alles finanziell leisten. Wir haben ein Einkommen von 11.000. Also der Handel hat hier, glaube ich, stark zugenommen. Ne? Nee. Das Farmwesen ist hier vor allem so. Und Steuern, weil wir einfach so viel Bevölkerung mittlerweile haben. Auch sehr schön. Ja. Jetzt ist 2.32 Uhr, wir haben jetzt Samstag schon. Also am Freitag habe ich angefangen aufzunehmen. Und ich werde eventuell morgen... Ich glaube, ich nehme auf. Sind bereit. Ich glaube, ich mache das. Aber ich werde, glaube ich, nicht Rome Total War aufnehmen. Da habe ich jetzt 4 Parts von gemacht, dann mit diesem hier und... Ich glaube, dann... Ja, wobei, das habe ich schon mal gesagt und dann habe ich doch weitergespielt. Es macht einfach zu viel Spaß. Ja, das macht mir ein bisschen Sorgen hier. Die haben eine gute Defensive. Einen guten Angriff. Sind gar nicht so schlecht. Aber die haben einen schlechten Kampfgeist. Das ist ihr Problem. Ja, Spanien. Ja. Da kommen sie schon. Ich kann hier halt auch nichts Interessantes ausbilden. Aber wir schicken ja schon die Bauern dann in einer Runde los. Und dann werden wir das ein bisschen aufbauen. Limonum müssen wir, da müsste man das normalerweise auch machen, ne? Naja. Der Rundenbericht. 1800 mehr als letzte Runde. Wir haben jetzt 15.000, knapp 16.000. Nicht schlecht. Und wir sind wieder die fortschrittlichste Seite. Das ist doch mal eine Ansage. Wolfgang hat geheiratet und Ethelgis von Lugdunum hat einen Kamm. Ist angriffslustig. Ah, okay. Ah, es bringt bei der Kommandoverteidigung weniger, aber das bringt Kampfgeist und Kommando beim Angriff. Ich weiß nicht, warum du angriffslustig wirst, während du in einer Stadt sitzt und nichts tust, aber naja. Bordesom hat den Markt. Okay. Farmgemeinschaft ist das nächste, um hier mehr Bevölkerungswachstum zu bringen. Hier ist der Schmied fertig. Dann bilden wir mal die Truppen fort.
die Nachträuber. Das ist okay, glaube ich. Ich baue, glaube ich, hier die Taverne. Ne, den Heiligenhain der Freya fürs Wachstum. Scotty hat den Heiligen. Kreis der Freya. Großer Markt. Ich würde eher eine Schiffswerft bauen, wenn ich ehrlich bin. Da können wir schneller Flotten rekrutieren hier oben. Könnte helfen. Alesia hat die Farmgemeinschaft, jetzt kommt hier der große Markt. Das ist dann das Letzte, was da gebaut wird. Mehr werden wir nicht mehr bauen können, weil die Städte können nicht weiter wachsen. Das stört mich aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Alles gut. Habe ich nicht so ein Problem mit. Ja, ich habe gedacht, dass ich damit ein Problem haben werde. Tatsächlich aber habe ich nicht. So, die bilden wir mal fort. Die sollen hier verteidigen. Der heilige Heim des Wotan, den baue ich mal. Patavium ist der Schützenplatz fertig. Das bilden wir, die bilden wir nicht fort. Das lassen wir. Das lassen wir. Genau, das lassen wir, weil ich will jetzt... Er hat sich nicht bewegt. Okay, das ist perfekt. Dann lassen wir die hier. Und... Ah! Verdammt. Den lasse ich auch hier. Cassius Brutus. Es war klar, dass der Römer hier irgendwann auftaucht. Marschieren! Ich sollte mich von meinem Plan nicht abbringen lassen. Stoßt vor! Wir können nicht weiter! Wir können ruhig all in gehen. Okay, wir haben einen Söldnerhauptmann. Oh Gott, das hat er jetzt, ne? Ja, den kriegt er. Kriegt der Wolf. Das ist teuer, ne? Da haben wir noch einen Einkauf von 10.000. General! Und ja, ich hätte die vielleicht hier... Ne, wobei, ich hätte die nicht hier rekrutieren sollen. Wie weit kommt die Infanterie? Ja. Tatsächlich kommt sie bis dahin. Ja. Vorwärts! Holen wir uns hier noch mehr. Und dann holen wir uns... Ah, da kommen Nachträuber. Das ist okay. Und hier hätten, wenn er nach Mediolanum will, hätten wir noch eine Runde Zeit. Hier haben wir jetzt drei Einheiten. Nee, am Ende haben wir hier, wenn wir die Runde beenden, haben wir hier vier Einheiten drin. Das ist gut. Und ein bisschen Kavallerie. Naja, gut, die habe ich eigentlich nur noch, weil die Erfahrung haben. Aber es bringt mir gar nichts mehr, sie zu haben. So, hier bereiten wir uns auf Arminium vor. Und hier holen wir uns noch eine weitere Einheit. Ich könnte mal gucken. Genau, ich könnte. Ah nee, ich hole mir gerade gotische Kavallerie. Okay. Ne, das Segesta ist safe. Das ist in Ordnung. Das hier, da kriegen wir eine Einheit Nachträuber rein. Und dann, wenn er nach Mediolanum geht, haben wir noch eine Runde Zeit, um noch eine weitere Einheit zu rekrutieren und eventuell sogar hier Verstärkung zu schicken aus Segesta. Wir haben die römischen Straßen für uns, ne? Ja. Und dann, ja, was er macht, müssen wir gucken, ne? Aber das würden wir hinkriegen im Zweifel. Wir haben schon mal so eine Schlachten gewonnen. Ja. Sag mal, brauche ich wirklich so viele Söldner? General. Nein. Verlasse die Armee. Machen wir das mal nicht. Herr. Es reicht, wenn wir eine Söldnereinheit haben. Das reicht, finde ich. Ja, ja, okay. Das lese ich jetzt nicht mehr vor mit den, ständigen... Waffenstillständen da. So, dann haben wir... Ja genau, hier bauen wir weiter die großen Boote. Das ist auch gut so, dass wir das tun. Alesia. Da fehlt noch eine Runde. Dann können wir die Bevölkerungswanderung starten. Ja, Londinium und Arretium haben nochmal eine Speerträgerbande bekommen. Und die Armee... Ja, die Armee muss dringend zurück. Stoßt vor! Hi, Captain! Hi, Captain! Es geht momentan nicht weiter. Doch, doch. Müsst euch nur Mühe geben. Wie viel Bevölkerung haben wir hier? Fast 5000. Ich würde sagen, wir rekrutieren hier noch eine weitere Einheit Speerträger und schicken eine weitere Einheit hier zur Verstärkung. Und hier geht's nicht, ne? Doch, hier geht's. Ich würde ganz gerne... Na, wobei, die Stadt ist, steht eigentlich nicht unter Bedrohungslage. Aber die Stadt hier ist relativ bedroht. Ich würde zu gerne hier ein bisschen helfen. Ja, ich würde hier ein bisschen helfen.
Gut, Naretium, wir besitzen immer noch Naretium drin, das ist auch gut so. Sehr hoher Steuersatz, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Die Rebellen, ja, die tun ein bisschen weh, ne? Wann wächst unsere Hauptstadt eigentlich mal? Naja. Dauert noch. Gut, dann sind wir tatsächlich am Ende der Runde angekommen und wir gucken einfach mal, was passiert. Ja, das wollte ich... Ja, okay, okay, der Spanier kommt. Das ist ein Problem. Adelgunde kriegt Leopold von Geneva. Den holen wir uns. Nein. Nein, warum jetzt? Hättest du nicht noch eine Runde überleben können, hättest du noch die Schlacht um Arminium geschlagen. Unser Anführer, unser König ist tot. Er ist gegangen, um sich den anderen ruhmreichen Kriegern im nächsten Leben anzuschließen. Er wird mit den Liedern der Bahn geehrt werden. Ah, es war ein toller Mann. Ein ganz, ganz toller Mann war das. Ja, hier werden wir belagert. Das ist mir ehrlich gesagt recht so. Ja. Häuptling! Verdammt! Ich glaube, der hat den Rebellen weggeklatscht. Ah, das ist okay. Häuptling! Da müssen wir mal gucken. Man sieht, wird belagert Patavium. Das kriegen wir hin. Das sollten wir schaffen. Ach, der sitzt jetzt sogar in Patavium. Oh, ist das fies. Ich hab da jetzt einen General reingepflanzt, während er es belagert. Ja, das ist doch schön, denn das ist doch ein Zeichen des Schicksals, dass wir das halten sollen. So, sind uns belagert. Nabomati. Ja, das ist ein Problem. Und ich schicke hier sogar noch eine Einheit. Ja, das Problem ist, die sind recht stark, ne? Skutari-Söld, spanische. Das sind Skutari-Söld, ne? Das sind Skutari von der Einheitenkarte her. Akte Fanatiker. Langschildkavallerie. General! Wir haben aber auch hier einen General drin und sehr viele Fahrlangen, also. General! Sollte schon irgendwie machbar sein. Befehle! Okay. General. Was machen. Warum sitzt hier noch ein General? Ich meine, er ist ein schlechter Händler, ne? Er ist ein schlechter Händler. Also er bringt mir gar nicht so viel. Es würde mir mehr bringen, wenn er eine Armee führt. Wir könnten zum Beispiel diese Rebellenarmee wegklatschen. Dann können wir nämlich immer hier langlaufen. Und das wäre ganz gut. Es kann sein, dass er ihm hilft, nicht wahr? Ja. Gut, dann warten wir noch eine Runde hier. Ja, dann warten wir hier noch eine Runde und dann machen wir das. Weil jetzt kann ich nicht angreifen, weil die eine Sperrträgereinheit hat ihre Bewegungspunkte verbraucht, die wir gerade zurückgeschickt haben in die Lugdunum-Siedlung. Nun bauen wir eine Taverne. Für Nachträuber später. Ja, dass der Spanier jetzt angreift, das ist hart, auf jeden Fall. Aber gut, dass wir hier schon die Armee holen. Befehle? Ja, die holen wir schon. Das ist der Britannia, der noch rumlief. Ja, die Armee muss sofort nach Alesia, sofort. Zu den Booten! Wir können doch in Alesia Berserker ausbilden, ne? Ja. Und wir können hier schon mal eine Einheit Nachträuber rekrutieren. Ja. Und die Einheit... Ah, jetzt kann ich die nicht mehr da rein tun. Die Bevölkerungswanderung kann nicht abgeschlossen werden, da die Stadt belagert wird. Na, wir können sie trotzdem schon mal hinschicken. Vielleicht fühlt er sich davon ja bedroht oder so. Fragezeichen. Hi, Captain! Boote bereit? Ja, Captain! Ja! Ja! Marschieren! Weiter geht es nicht! Boote bereit? Ja, Captain! Wir haben keinen Gewinn gemacht. Letzte Runde hatten wir mehr Geld, aber wir haben immer noch 14.000. Jetzt haben wir noch 12.000. Wir haben schon ein bisschen was ausgegeben. Na, Ägypter mal wieder vorschüssig. Das heißt, und Odell ist jetzt der Anführer. Der König. Er ist jetzt der König. Okay. Dann baue ich einen Waffenschmied. Albert hat eine Freya-Priesterin. Das bringt Verwaltung. Das ist gut. Streng und korrekt. Minus zwei Einfluss, genau. Aber plus minus eins Verschmutzung bringt Unruhe.
bringt aber gleichzeitig auch Gesetz. Und das erhöht die öffentliche Ordnung wieder. Also ja, streng und korrekt. Fast nichts ist ihm gut genug. Ja, fast nichts ist ihm je anständig oder moralisch unverwerflich genug. Viele betrachten ihn schon als Qual, aber es macht ihn sehr, sehr gut als Verwalter. Er ist ein Trunkenbold, ja. Ist ein bisschen doof. Aber er ist ja nicht da, um öffentliche Ordnung zu machen. Nee, das baue ich, glaube ich, nicht. Bauen wir einen Schützenplatz für die Elite Schützenbande. Großer Markt, genau, das war ja die Stadt, um die wir uns gerade gekümmert haben. Trier haben wir die Mauer gebaut, das ist auch gut. Dann bauen wir eine Taverne. Ja, so ein Fan von den Tavernen. Schmied. Bilden wir die Truppen fort. Bauen Ställe, ja, für Kavallerie. Damit wir hier hinten im Notfall auch Truppen zusammenziehen können. So, ein Schmied, eine Versammlungshalle über Übungsplatz. Ich glaube, ich baue einen Schmied. Modulum hat eine Farmgemeinschaft, da baue ich ja schon. Segesta hat den Kriegsherrenstall jetzt. Da können wir jetzt die barbarische Adelskavallerie rekrutieren. Haben wir denn hier einen Übungsplatz? Ja, den könnten wir ausbauen. Wir könnten auch den Schmied ausbauen, hätten wir einen Waffenschmied. Oder wir bauen eine Schiffswerft. Ich baue mal eine Schiffswerft, weil die Einkommen bringt. Und Londinium hat die Dichterhalle. Ja, die Rekrutierungsgebäude brauchen wir hier vorne nicht. Das wäre Geldverschwendung, wir rekrutieren da nicht wirklich was. Dichterhalle war aber wegen der öffentlichen Ordnung wichtig. Aretium, Heiliger Kreis des Donar. Wir können jetzt alles fortbilden. Warum? Weil er den Erfahrungsbonus bringt. Okay. Das machen wir mal nicht. Glaube ich. Weil, warum? Ich würde viel lieber jetzt Arminium einnehmen und ich würde viel lieber mit der Armee noch ein bisschen in der Stadt sitzen. Weil es ist eine fette Straßensperre hier für ihn. Er kommt hier überhaupt nicht mehr weiter, solange wir in Aretium so dicht gedrängt sitzen. Und das finde ich ja nicht ganz gut gerade. Nachher könnten wir wirklich schon mal weiterziehen, oder? Aber wie viele Speerträger haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wenn wir 3 hier lassen... Ja, aber noch 5 dabei. Wieder so viel wie vorher. Dann lassen wir die Plänkler hier. Ja. Genau. Wie alt ist Odell? 39. Nicht schlecht. Er hat Hass. Er ist lebhaft. Er ist furchtlos. Er ist ein Torbrecher. Genau, hoffentlich stirbst du nicht. Er hat Adelgunde ihn geheiratet und das nächste, was passiert, ist, dass er plötzlich in der Stadt sitzt und belagert wird. Spanien und Germanien sind im Krieg. Ja, das sind wir wohl. Das ist ein Problem. Wir schicken ja schon die Armee, die wir nach Britannien geschickt haben, schon wieder zurück. Von daher passt das. Alesia, genau, die Bauern. Massina, die sind fertig. Mediolanum hat die Nachträuber. Segesta hat... Wir haben nochmal eine Einheit gotische Kavallerie. Londinium haben wir die großen Boote. Ja, das habe ich gesehen. Die haben wir ja schon benutzt. Aretium, Patavium haben wir nochmal Truppen. Gut, wir haben hier jetzt nochmal ein paar... Ja, das sollten wir schaffen. Wir haben ja auch diesen Kampfschrei hier. Steht hier jetzt gar nicht da. Ne? Ah, doch, da. Schlachtruf verbessert den. Damit können wir... Können wir die dann noch mehr Angriff geben und dann die so eine schöne Phalanx und dann kriegen wir das gegen den Römer locker hin. Er hat auch wieder nur Veditas und Hastati, also das passt dann, glaube ich, auch. So, dann haben wir die gotische Kavallerie. Ich würde sie zu gerne... Ich glaube, ich schicke sie auch hin. Ich lasse die Frauen jetzt weg. Ja, ich schick die Frauen jetzt weg. Das macht keinen Sinn, finde ich, die jetzt noch mitzuschleppen. Die 10 Leute da. Das ist eine ganze Einheit, die wir da an Platz wegnehmen. Das ist nicht gut. So, ich würde zu gerne gucken, wie viel Regionen der Römer noch hat. Also der rote Römer. Nee. So. Etwa 3.
müssten, ja, ist in der Mitte bei der Anzeige von 6. Ja, dann sind das noch 3. Dann sind es 3. 3 Städte. Das ist dann einmal Arminium, Sardinien. Sardinien ist aber hier scheinbar, ja, das hier kann man nicht einnehmen. Das ist keine eigene Provinz. Das gehört so alles zu der hier. Sardinien ist es. Ja, Fragezeichen, ne? Was dann noch? Palma vielleicht. Palma ist eine eigene Stadt. Palma könnte sein, ja. Dann lassen wir das hier noch. Da wir jetzt ja eh noch hier beide drin sitzen, können wir ja mal die Bogenschützen fortbilden. Die schwache Kavallerie auch. Und dann bilden wir noch den Rest fort. Ja. Bis auf die Plänkler, die lasse ich ja sowieso hier. Gut, dann haben wir kein Geld mehr und können jetzt einfach mal den Senat angreifen. Der Senat, ja, ist nichts Schlimmes. Ja, die Generäle sind ein bisschen schlimmer. Wir haben sehr viel Adelskavallerie, das schaffen wir. Was ist denn hier so? Ist wieder ein General, ist nicht so gut. Die Viecher, die kann ich ja gar nicht leiden. Das ist okay. Ich glaube, die sind auch okay, ne? Ja, die sind okay. Das sind samnitische Söldner, die haben keinen Fernkampfangriff. 2 Onager und ein Skorpion. Boah, ein Skorpion ist schlimm. Aber die kommen als Verstärkung, die sind sehr weit weg. Von daher passt das. Die Generäle sind hier das größte Problem. Dann los. Und wir müssen das jetzt schaffen, ansonsten kommt die große Armee vom Senat und klatscht uns da weg. Das passiert dann leider. Die Schlacht ist nicht schwer zu ertragen, aber der Blick der eigenen Frau, wenn man ein Schwächling ist. Aber ich sehe hier niemanden, der sich deswegen sorgen müsste. Eine Rede, die Arminius würdig ist. Gut, dann müssen wir das schaffen. Ja, das ist tatsächlich eine blöde Position. Es ist sehr hügelig hier. Das ist ein bisschen doof, aber das kriegen wir, glaube ich, trotzdem hin. So, dann die auf die Seite und die auf die rechte Seite. Und dann versuchen wir das mal. Der schwache Feind musste neue Männer rufen. Ha, noch mehr Köpfe, die unsere Krieger triumphal abschneiden können. Ja, hoffentlich. Hoffentlich verzocken wir uns da nicht. Ich neige ja dazu, mich manchmal zu verzocken, ne? Ich neige dazu, ein bisschen übermütig zu werden. Da ist der Senat. Ich habe früher immer dazu gesagt Spor. Ich dachte immer, das heißt, spricht man Spor aus. Und der Strich da unter dem Kuh ist einfach nur so da. Spor. Ja, den General müssen wir ausschalten. Der gegnerische General ist jetzt schon gefallen, okay. Zieh ihn auch schön auseinander. Stopp. Stopp. Bogenschützenbande. Stopp. Stopp. Bogenschütze. Halt, was haben wir da? Eine Hastati-Einheit. Die greifen wir an. Swarmen wir. Da ist noch Velites. Da ist Hastati, die wir angreifen können. So, die haben wir. Oh ja, die haben wir voll erwischt. Es läuft ausgesprochen gut. Jetzt den Todesblob auf den General schicken. Der feindliche Kriegsherr flieht vor unseren Kriegern. Na, das ist nicht gut. Und jagt die anderen hinterher. Ja, wobei, das ist egal. Es ist egal. Es ist relativ egal, ob der Senat es überlebt oder nicht. Das ist relativ egal. Klar, die Charaktere umzubringen wäre gut, aber er kriegt ja eh einfach neu. Er ist der Senat. Er kann dadurch nicht sterben. Der Senat ist unsterblich, was Charaktere betrifft. Er kriegt einfach immer neue. Ist dem relativ egal. Okay, das ist eine tolle Situation. Wir können nämlich die Kavallerie-Hilfstruppen mit unseren Fernkämpfern angreifen.
statt dass wir mit unserer Kavallerie da jetzt gegen was machen müssen. Das ist ganz gut. Krass. Das ist gefährlich. Der General hat sich tatsächlich gesammelt. Der feindliche Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle. So, und jetzt müssen wir auch ein bisschen mit den Skorpionen aufpassen. Der feindliche Kriegsherr ist tot. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Okay, die Artillerie ist da hinten. Da schicken wir wieder die schwächste Einheit. Und die Kavallerie schicken wir dahin. Auf den Hügel dort. Und die Bogenschützen, die lassen wir... Oh nein! Seht ihr das? Kommt her! Sofort! Er haut ab! Seht ihr das? Er haut ab! Oh nein! Außer die Artillerie, die haut nicht auf. Sehr seltsam. Ja, die Kavallerie wird fliehen, da kann ich nichts machen. Aber... Klappt das mit der Stadt aber nicht. Naja, klappt das nicht. Heroischer Tod, Hermann von Visonzio. Ach Mann. Ja, weil er gegen Speerträger wird. Ja. Da hat er mich ein bisschen kalt erwischt, leider. Der Plan ist nicht aufgegangen. Wir können gerne versuchen, die Stadt zu belagern, aber der Senat wird seine große Armee schicken. Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Vielleicht habe ich doch eine Option. Ich muss zurück auf die Strategiekarte. Dann kann ich euch vielleicht meine Idee, die ich habe, sagen. Andererseits, ich kann sie auch jetzt schon sagen. Ich würde vielleicht mit der Armee aus Arminium? Ja, ne? Ist Armin oder Arretium. Wo die große Armee von uns drin ist, wo die gotische Kavallerie auch drin sitzt, die würde ich gerne ihm in den Weg stellen. Weil der Senat wird, glaube ich, darauf nicht reagieren, dass er das macht. Weil unsere Armee ist da recht stark und ich glaube nicht, dass er sich das traut. Das glaube ich nicht. Würde mich wundern, dass wir den General hier jetzt verloren haben. Das war unnötig. Ihr habt den Feind wie einen Käfer unter dem Absatz zermalmt. Ein erstaunlicher Sieg. Wir haben nicht das erreicht, was ich wollte. Bei der Elite-Schützenbande sind Leute geheilt worden, bei den Söldnern auch. Das ist gut. Es ist nicht optimal. Es ist nicht optimal gelaufen, aber ich habe vielleicht noch eine Chance. Ja, heroischer Tod, leider. General. Die Armee ist auch relativ klein jetzt. Ich könnte jetzt einfach mit der Armee hier mich hinstellen und ihn nicht durchlassen. Ja, General. Ja, das geht. Ich kann ihn, dann muss ich aber die Fortbildung abbrechen. Dass ich den Weg blockiere. Ja. Warte mal, Hermann von Visonzio. Ja, er ist als wahrer Krieger gestorben, auf jeden Fall. Naja. Mit einem Schwert in der Hand, einem geschlagenen Gegner zu seinen Füßen und einem lauten Brüllen im Hals. Rolf hat die Feindarmee vertrieben. Nein, Rolf Jäger ist jetzt unser General. Nein, er ist selbstbewusster Kommandant. Ja. Boah, der hat goldenen Erfahrungsrang auf seiner Einheit. Das ist krass. Arscher Kriegsherr. 22 Defensiv, 22 Angriff. Boah. Mächtig. Ne, das hier ist egal. Das kann höchstens gegen eine Mauer anrennen. Das bringt ihm gar nichts. Also, wie gesagt, mein Plan wäre es jetzt, mich hier hinzustellen
und die Armee den Weg zu blockieren. Dass er da nicht durch kann. Dass ich in Ruhe eine Runde lang die Stadt hier belagern kann, wo nur noch ganz wenig Truppen drin... Na, wobei... Er wird mir wahrscheinlich dann ein schlechtes automatisch Berechnen geben. Befehle, zerstören! Ich mach's trotzdem. Die Siedlung wird belagert! Die Siedlung wird belagert! Optimal ist es nicht. Herr Häuptling! Genau, die Plänkler lassen wir hier. Stoßt vor! Ach komm! Geh weg! Fürchtet uns! Bereit zum Hinterhalt! Habe ich irgendwas, was eine Runde nur braucht? Ja, so, wobei so eine Phalanx ist in der Defensive deutlich besser. Ja, ja, ich will eine Phalanx haben. Dann bilden wir die Truppen noch fort und dann geht das. Tötet sie! Er kommt nicht durch. Sehr gut. Genau das wollte ich. Ja, er wird aber... Na, wobei, vielleicht wird er auch nicht angreifen. Unser Banner ist relativ voll. Wir haben ja auch Qualität hier drin. Aber die Stadt ist safe. Da haben wir 3 Plänkler, dann 4 Phalangen. Hier haben wir auch 4 Phalangen. Das geht schon. Das hier macht mir mit dem Spanier, weil ich den Gegner nicht kenne. Ich weiß nicht, wie die Spanier sind. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht sind. So an sich. Das... Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass diese recht schwer zu spielen sind, auf jeden Fall. Aber mehr weiß ich nicht über sie. Wenden wir einfach mal die Runde. So, Seite vernichtet, das Seleukidische Reich. Das hat lange gedauert. Die hatten nicht mehr viel und jetzt sind sie weg. Ich würde noch mal gerne mit Makedonien reden. Ich rede mit ihnen. Jetzt will er meine Karteninfos und dafür Handelsrechte. Ja, okay. Wollen wir vielleicht Frieden? Ein guter Scherz, okay. Ich würde vielleicht mit dem grünen Römer versuchen, ein Abkommen zu schließen. Oder mit dem blauen wenigstens. Ich rede mit ihnen. Nee. Undiplomatisch. Er hat ein Talent, genau das falsche Wort zu sagen, wenn er die delikatesten Verträge aushandelt. Ach komm. Ich habe keine Ahnung, wer wo sitzt. Ich habe keine Ahnung, wer... Vor allem hier sind auch nur Diplomaten von Makedonien und Spanien. Das sind die einzigen, die sich für Rom interessieren, ja, scheinbar. Das ist eine mächtige Stadt. Weniger als letzte Runde. Jetzt haben wir noch knapp 9000. Ja, scheinbar unsere Finanzen sind ein bisschen angespannter, weil unser Armeeunterhalt ziemlich hoch ist jetzt. Bukdunum wächst, die Kleinstadt. Gut, dann bauen wir direkt den Thronsaal. Ah ja, ich wollte ja hier den Rebellen und den Gallier wegklatschen. Das machen wir gleich mal. Die fortschrittlichste Seite sind wir. Na, das ist doch schön. Hans wurde geboren und Etrelus von Raurica hat einen Dichter. Bringt Einfluss. Dafür, dass er Alkoholiker ist, hält er sich aber gerade ganz gut. Gesegnet mit Lebenskraft. Sein Elan muss ein Geschenk der launischen Götter sein. Nachlass auf Baukosten. Wow. Sollten wir vielleicht jetzt alles in Auftrag geben. Solange es noch billig ist. Na. 20% ist eine ziemlich große Zahl. Einiger Kreis des Wotan. Ja, den baue ich. Dann bilde ich die Truppen. Na, nee, die bilde ich nicht fort. Nee, nicht fortbilden. So. Der Schmied hier hinten ist fertig. Okay, es gibt, glaube ich, noch was anderes. Mediolanum, ja. Ah, ne, Mediolanum baue ich. Und hier wäre... Ne, die brauche ich nicht. Gut, dann bauen wir hier die Stelle für Kavallerie und bilden die Truppen fort. Sehr gut. Jetzt haben wir auch kein Geld mehr. Jetzt kommen wir schon wieder in die Lage, wo wir mal kein Geld am Ende der Runde mehr haben. Also es wird langsam eng wieder. Das finde ich cool. Ja, komm.
Das hast du mir schon Boote dreimal bereit? Gesagt. Setz öfter. Die Segel? Ja, geh an Bord. Boote bereit? Setz die Segel. Druiden, Kriegsbande. Ja. So, nur eine Einheit drin in der Stadt. Tötet sie! Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert, Herr. Ja, machen wir das. Boote bereit? Und ich glaube, ich lasse ich ihn jetzt dort dann? Befehle? Mann, er hat 2 Kommandosterne. Aber er ist ein Gesellschaftstrinker. Das macht ist auch nochmal ein Grund, ihn wieder da von der Insel wegzuholen. Und auch, dass er 2 Kommandosterne hat, das ist ein Grund dafür, weil so jemanden sollte man nicht verschwenden. Naja. Befehle? So, nächste Runde brauchen wir ganz viel Geld, weil dann bilden wir die Truppen in Alesia fort. Genau. So, und jetzt klatschen wir den Rebellen hier weg. Befehle? Attacke! Tötet sie! Los geht's! Ja. Den klatschen wir jetzt weg. Das sollte easy sein. Das sind nur barbarische Söldner. Und so ein Rebellengeneral, das kriegen wir hin. Mit 2 Generalsleibwachen, da haben wir schon an ganz andere Schlachten gewonnen. So, dann die Speerträgerbande marschiert auf. Aber ihr merkt schon, meine meistgenutzte Einheit sind die Speerträgerbanden. Aber das ist auch klar, ist unsere Early-Game-Einheit, die bis ins Late-Game hinein relevant bleibt. Aufgrund ihrer Phalanx. So, da muss ich ein bisschen nicht weiter auffächern. Dass sie keine Speere tragen. So, da könnten wir jetzt Pech haben und unser General verlieren, aber dann ist es so. Ich muss meinem General aber zu Hilfe. Komm dein General, komm dem General zu Hilfe, verdammt. Ja, er grillt mich gerade so ein bisschen. Was nicht gut ist. Oh nein, oh nein. Jetzt mach den Weg frei. Ah. Er hat den, ja. Wir wurden in die Flucht geschlagen. Das ist nur wegen diesem Rebell, ey, weil der da so eine fette Armee stehen hat. Oh oh. Das war's jetzt. Der ist tot. Er blockiert mir schon wieder den Weg. Er macht es sich jedes Mal. Ja, Rebellengeneral ist halt kein Witz, ne? Ist halt stark. Jetzt komm, mach ihn platt jetzt. Na geht. Den feindlichen General getötet. Also. Seine Männer lernen jetzt die Furcht kennen. Sie werden die Flucht ergreifen. Zum Angriff! Unser General ist abgehauen. Da wird es Gerüchte um Feigheit geben, auf jeden Fall. Natürlich kommt alles wieder. Was auch sonst. Oh nein. Du hast keine Chance. Klarer Sieg.
Sehr gut, Volker. Aber dass dieser Rebell uns da so eine Bauchschmerzen macht, ne? Fürchtet uns! Plus 2 Kommando. Guter Kommandant für Volker. General! Nein! Angriff! Geh wieder zurück in die Stadt. Fürchtet uns! Stoßt vor! Weil das hier, der bewegt sich. Der läuft frei rum. Also da müssen wir uns nicht irgendwelche Gedanken machen. Befehle? Stoßt vor! Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Weil der wird uns hier nicht blockieren oder so. Ah, das hier. Ach, das hat funktioniert hier, ne? Ja, ja, das zu blockieren hat funktioniert. Oh ja. Jetzt blockiert der Rebell das. Aber ich sollte trotzdem nicht weglaufen. Befehle? Ja, das Einnehmen geht nicht, na. Ich probier's mal. Angriff! Ah doch, das müsste eigentlich gehen. Ich habe ja gespeichert gerade, ne? Ja. Ja, ist okay. Kann man machen. Fürchtet uns! Kling! Wir haben das Land erobert. Auf gar keinen Fall versklaven. Ich werde die Bevölkerung auslöschen und mir die 12.000 holen. 13.000 sogar. Und es ist immer noch ganz die Bevölkerung da. So, das reparieren wir alles. Warum ist die öffentliche Ordnung jetzt hier so schlecht? Was genau ist das Problem? Aufruhr, Kulturstrahl, Aufruhr vor allem. Okay, wir können hier, ja, wir können alles rekrutieren hier, was irgendwie nur irgendwie möglich ist. Das ist auch eine Großstadt, deshalb geht das auch. Tatsächlich haben wir aber ein paar Gebäude, die er nicht gebaut hat. Er hat zum Beispiel keinen Waffenschmied gebaut. Er hat keinen Hafen gebaut. Er hat keine Farmgemeinschaft gebaut. Ich glaube, Taverne ist was Eigenes bei uns und wir können den Heiligen Hain der Freya bauen. Aber ich glaube, ich will ihn gar nicht. Also weiß ich. Na, wenn ich das jetzt abreiße, ich glaube, dann ist die öffentliche Ordnung. Ah, es sind nur 5%. Ja, es sind nur 5%, dann ist es okay. Jetzt haben wir hier Wotan. Ah, da haben wir Isus. Okay. Ach, den Heiligen Kreis der Isus, den würde ich sogar stehen lassen. Den würde ich sogar stehen lassen, weil der bringt Gesetz. Und wir haben keine Gebäude, die Gesetz bringen. Und hier so ein Spezialgebäude mit Gesetz zu haben, ist gut. Das behalten wir. Wotan, Wotan, Donar. Und dann machen wir ja auch Donar. Ja. So, dann bilden wir die Truppen hier fort. Das ist das Schöne hier dran. Wir können die einfach hier fortbilden. Und holen uns noch eine weitere Elite-Kavallerie. Genau, dann bauen wir den Schrein. So, dann haben wir das geschafft. Und jetzt ist die große Frage, jetzt, wir waren die ganze Zeit eine Straßensperre. Jetzt ist er die Straßensperre, nicht wahr? Der Stand ist zwecklos. Ja, jetzt ist er die Straßensperre. Er blockiert hier nämlich den, na, wir könnten hier hinten lang, sehe ich gerade, aber... Naja, ich guck mir jetzt erstmal an. Ja, ich kann keine großen Boote bauen. Hier kann ich große Boote bauen, dann machen wir das. Ich will keine normalen Boote. Ich finde die normalen Boote scheiße, ehrlich gesagt. Dann holen wir uns lieber hier den Hafen und bauen dann noch mehr. Die Armee? Ich könnte hier einen Wachturm bauen. Stoßt vor! Sehe ich alles. Angriff! Fürchtet uns! Stoßt vor! Habe ich alles im Blick, dann kann der Diplomat nämlich weiter. Ja, mein Herr. Jetzt hat er nicht mehr viele Gebiete, ne? Der rote Römer. Sardinien und Palma wird er haben. Er ist eine Seemacht. Wir müssen da eine Flotte holen. Hi, Captain! Genau. Lassen wir ihn jetzt da oben oder lassen wir ihn nicht da oben? General. Können es keine Söldner hier oben holen. Ich hol die nicht. Ich hol die her. Wir können jetzt nicht weiter. Boote bereit? Normalerweise müsste ich eine Seeinvasion auf die Spanier starten. Oh, da kommt der Gallier. Hat seine Armee zerteilt. Er hatte ja hier eine volle Armee drin. Die hat er jetzt zerteilt. Ein Teil greift hier an, der andere... Ja, wir sollten definitiv die Armee...
von an, die jetzt nach Alesia gerade geht, die sollten wir auf jeden Fall mit einem Schiff hier runterschicken. Boote bereit? Hi, Captain! Setz die Segel! Vier Schiffe kommen noch? Zwei, okay. Ja, das ist... Wie teuer sind die? Hi, Captain! Was ich auf jeden Fall gucken werde am Samstagabend ist, also heute quasi Abend, ist DSDS. Das gucke ich sehr gerne wieder. Also ich muss sagen, das unterhält mich sehr. Hab ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, mit DSDS bin ich durch, so, ne? Aber... Ja. Nee. Wobei, das war stimmte auch nie, weil ich habe den Recall immer geguckt, weil ich den mega interessant finde. Da, wo ich immer aussteige, sind die Motto-Shows. Also diese großen Shows, da steige ich meistens aus, weil das ist immer so lang und passiert ja fast nichts, ne? Es sei denn, da ist jetzt ein Kandidat dabei, den ich irgendwie ganz gerne sehen und hören will. Dann schaue ich das schon, aber ansonsten schaue ich mir da auch, wenn dann nur das Finale an. Wobei, ich glaube, das werden sie nicht mehr machen, ne? Die haben das da runtergekürzt. Das war ja mal... Ursprünglich war DSDS mal so, dass du quasi so eine Top 12 oder so Top 10 hattest und dann 10 Motto-Shows, wirklich 10 Stück. Und dann ist jede Woche einer rausgeflogen. Da sind es nicht 10, da sind es dann nur 8 oder 9, weil am Ende sind dann noch 2 übrig, die dann gegeneinander spielen. Da kann dann nur einer gewinnen. Also es sind ungefähr 9 oder 8 Motto-Shows und dann ging das über 10 Wochen fast. Und dann jede Woche ist einer rausgeflogen. Und dann waren das auch noch richtige Motto-Shows mit einem Motto. Und dann war das auch so, dass die in so einer Villa gelebt haben. Und da gab es dann noch so, ja, so hier, wie sagt man? Star-Stuff. Berühmtheitsstuff. So Berühmtheitszeug. Und so war das mal. Das haben sie die letzten Jahre nicht mehr gemacht. Die letzten Jahre gab es, glaube ich, nur 4 Motto-Shows, glaube ich. Oder 3 nur? Ne, 4 nicht. Ich glaube, es waren nur 2 oder 3. Also sie haben es runtergekürzt ohne Ende. Ich bin gespannt, wie sie es dieses Jahr machen. Aber ich schätze mal, sie werden es wieder runterkürzen. Weil die Dinger sind wahnsinnig teuer. Weil das halt so eine riesige Halle ist und alles, die sie dafür nehmen. Und da sind die Kosten recht hoch. Nach einer Zeit guckt das halt keiner mehr. Weil es halt dann irgendwo langweilig wird. Mittlerweile. Naja. Nur mal so ein paar Gedanken dazu. Ah, der Spanier, ne? Ja, der macht mir Sorgen. Rundschild, Langschild, Iberer. Er hat aber auch sehr viel Iberer-Infanterie und auch ein bisschen Stadtmiliz, also. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Okay, die Brudi machen eine Belagerungsattacke. 3 Generäle. Cassius Brutus, Titus Brutus und Cornelius Brutus. Nur Hastati, eine Einheit angeschlagene Prinzeps, eine Einheit Bogenschützen mit goldenen Waffen, Velites, bisschen Kavallerie auch und Kavallerie-Hilfstruppe und eine Kriegshundeeinheit. Das Ding ist, ich finde, das können wir schaffen. Wir haben schon eine viel krassere Schlacht gewonnen. Die Sonne ist aufgegangen. Für viele tapfere Krieger zum letzten Mal. Viele Feiglinge unter unseren Feinden werden den Anbruch der Nacht herbeisehnen. Okay, also wir sollten nicht versuchen, die Mauer zu halten. A, hat die kaum Türme und B, er kommt durch so viele Löcher durch, das ist halt nicht lustig am Ende. Ich würde viel lieber sagen, dass wir uns auf die Piazza zurückziehen. Das mache ich ja immer gerne. Davon! Das ist aber cheesing! Ja, und? Warum verreckst du jetzt nicht einfach und verlierst die Schlacht? Wäre viel interessanter dadurch. Ja, bestimmt. Wäre das interessanter, ganz sicher. Es gibt Leute, die denken so. Ich hatte unter Warhammer damals jemanden, der sowas geschrieben hat. Los, Fehlerlegerbande! Denselben Fehler nur eine Linie zu halten, das mache ich nicht nochmal. Wobei, warte mal. Die sollten nicht ineinander stehen, weil die dadurch ihre Standfestigkeit verlieren, weil sie dann ungeordneter sind. Ich sollte sie etwas mit höherem Abstand aufstellen.
Außerdem pieken die sonst ihren Verbündeten in den Rücken. Das wäre nicht so toll. Er hat ja keinen Effekt hier, aber ich meine nur so. Ja, der General kommt dahin und die Kavallerie da. Okay, gut. Damit bin ich einverstanden. Warum kämpfst du nicht mal ehrenhaft? Toll, er hat zwei Pfeile geschossen, mehr nicht. Das ist, ja, vor allem, selbst wenn er die Ramböcke nicht einsetzt, er hat auch Ballisten, damit haut er mir auch Löcher in die Mauer, also. Oh ja, das ist der grüne Römer. Warum sind die grün? Das ist historisch unkorrekt. Ja, aber es ist cool. Unsere Feinde haben unsere Mauern durchbrochen. Vertreibt sie! Das haben sie ja im Remaster so gelassen, aber du kannst. Es gibt Mods, es gibt eine Menge Mods für Rome Remastered, wo du ein vereinigtes Rom hast. Also wo Rom komplett vereinigt ist und komplett rot. Ich finde, in Rome 1 ist es einfach so, dass die Römer verschiedene Farben haben. Ich finde, das passt einfach hier gut. Das ist wie mit dem Makedonien-Banner. Ich finde, das passt hier gut rein. Außerdem ist es auch irgendwie so ein. Ich meine, gibt es in Rome 2 ja auch, mit den Senatsloyalisten und dann den Imperator Augustus-Kampagne da. Da haben die Römer ja auch verschiedene Farben. Und dass es das hier in Rome 1 auch gibt, ist doch okay. Ist doch auch irgendwie so ein Traum vielleicht, ne? Dass man mal die römischen Truppen aber nicht in Rot sieht. Was historisch korrekt ja irgendwie wäre. Sondern dass man auch mal grüne, blaue und auch lilane Römer sieht. Zumindest letzteres nur sieht, weil die Senat. Den Senat würde ich nicht spielen. Also den Senat würde ich nicht spielen, weil... Nee. Warum? Es ist katastrophal. Der kann keine Rebellionen kriegen. Unsere Feinde haben unsere Mauern durchbrochen. Vertreibt sie! Der kann keine Tempel bauen. Und der stützt das Spiel ab, wenn du ins Senatsfenster gehst. Und... Ach, nee. Nee. Ich meine, der Kirchenstaat in Medieval 2, das ist schon sehr... Das ist schon ein bisschen grenzwertig, weil der so ein bisschen sich verbuggt spielt. Manchmal erklären dir plötzlich Leute random den Krieg und da kannst du ihnen sofort wieder Frieden anbieten für eine Versöhnung, das nehmen sie an und dann ist dann gleich wieder Krieg. Oder mittendrin plötzlich werden die Kriege abgebrochen und plötzlich ist wieder Frieden. Und die Inquisitoren, die bewegen sich selbst und du hast ja nicht wirklich, du hast ja keinen Familienstammbaum und dadurch ist es auch irgendwie egal, was deine Generäle machen so und naja. Das ist schon ein bisschen geil. Aber es ist trotzdem cool, aber es ist trotzdem auch ein bisschen grenzwertig. Also ich finde das tatsächlich nicht so cool. So übercool, diese Fraktion, diese Spezialfraktion spielbar zu machen. Wobei, den Kirchenstaat finde ich immer noch cool. Den finde ich noch cool. Einigermaßen cool, aber nicht super cool. Ich finde, Byzanz fände ich da zum Beispiel, würde ich da jederzeit vorziehen. Oder Venedig. Wir müssen umso härter kämpfen. Weil Mailand und Venedig, die kriegen Musketiere. Und Sizilien. Welche Nachrichten sind So, ich rede jetzt. Sizilien hat. Na, ihr wollt es ja weitersehen. Der Feind hat die Mauern besetzt. Das sind die Kavalleriehilfstruppen, ne? Ach, Kotz. Weil Sizilien hat zwar keine Musketiere, keine solcher Truppen, aber dafür hat Sizilien halt coole Ritter und sowas. Ja, das ist blöd. Aber er geht in den Nahkampf, sehr gut. Er versaut seinen Vorteil. Die machen uns aber hohe Verluste. Das ist ausgerechnet diese die nervigste Einheit, die er hat, das als erstes schickt, ne? Also, dafür hat Sizilien halt coole Ritter. So, ne? Also hat halt sehr, sehr coole Ritter. Und... Oh, das Haus brennt. Oh. Ja. Oha. Oh, das finde ich jetzt aber gar nicht cool. Da hat uns eine große Halle angezündet. Oh, das finde ich jetzt aber uncool. Da hat uns Häuser angezündet. Das ist ja wie ein Attila. Okay. Oh, oh Mann. Was ich sagen wollte. Also dafür haben die Sizilianer halt coole Ritter, so.
Und andere Paten, muslimische Bogenschütze und sowas. Venedig und Mailand haben Musketiere, aber der Kirchenstaat hat halt nur diese Schweizer Garde und das war's dann. Wobei das ist, na stimmt, eigentlich haben sie dann durch schon was Eigenes, aber hm. Wie gesagt, diese Gameplay-Besonderheiten, die machen es ein bisschen seltsam manchmal. Dann hat man dann, denke ich mir, auch ein bisschen ein falsches Bild von Evil 2, weil das hat eigentlich sehr, sehr... Es ist eine sehr runde Erfahrung und die Papstaaten fühlen sich so ein bisschen eckig und kantig an. Das wollte ich damit sagen. Oh mein Gott, das ist glaube ich, gerade das Haus zusammengebrochen, ja. Krass. Die große Halle ist eingebrochen. Naja. Mach den Schlachtruf. Ja, stehen bleiben, lasst sie nicht durch. Oh, jetzt drückt er sich ein bisschen durch. Ja, er drückt sich gerade durch. Jetzt kommt die nächste. Okay. Mann, ey, ich mag das nicht, wenn er das macht. Nein, wo wollt ihr hin? Was macht ihr da? Ach, warum greift er von hinten an? Das hat er letztes Mal bei der letzten Schlacht, wo wir so eine Situation hatten, auch gemacht. Ich glaube, wir verlieren das. Müssen seinen General ausschalten. Genau. Na, er hat noch zwei andere Generäle. Ein General hat er noch. Oh, da kommt auch noch was. Was ist denn da alles? Erwischt. Der Kriegsherr ist tot. Ausgezeichnet. Er kann nur mit seinen Ahnen trinken und seine Krieger bei der Flucht beobachten. Na, wobei, nee, lass das mal lieber. Ja. Ein Angriff bereit. Ja, das ist nicht gut. Wenn der Spanier ähnlich stark ist, haben wir dann ein Problem. Ja, die Kriegshunde, die müssen wir mit den Dingen mit der Phalanx erledigen. Er hat doch Principes. Na, wir kriegen die halt nicht wirklich gekillt hier, ne? Aber jetzt haben wir ihn unter Kontrolle. Ja, eine Phalanx kann übermannt werden, ne? Ist sehr verlustreich für ihn, aber er kann es schaffen. So, die Kriegshunde, die ziehen sich hier scheinbar zurück. Okay. Könnte man sich doch theoretisch trauen, hier eine Phalanx aufzustellen. Macht mal einen Schlachtruf. Ja, unsere Leute fliehen. Oh Mann. Ja, die Bogenschützen, ne? Die er da hat, die römischen Bogenschützen, die tun weh.
Zieht euch zurück hinter die Phalanx. Er hat immer noch sehr, sehr viel, ne? Wir haben mehr Leute verloren als er. Da kommt ein General. Oh nein. Aber er hat Equitas hier vorne. Ist ganz okay so. Also einigermaßen wird's ja was, ne? Wenn er sich so nur ganz langsam fortkämpft, so vorankämpft, dann haben wir eine gute Chance. Aber wenn er, sobald er stürmt, so wie vorhin gerade, ist halt Ende, ne? Ach, diese Bogenschützen, die hat ein Problem. Hat hier noch ganz viele, ja, er schießt. Ein General hat er noch. Weil das der auch von allen Seiten angreift, finde ich krass. Ein Angriff! Ja, die sind unter 100 gefallen, das ist gar nicht gut. Ganz langsam fertig, leider nur. Und jetzt. Yes! Oh, wieder da gleich anstürmt. Mist, er hat die Phalanx ein bisschen durchbrochen. Das ist nicht gut. Ich muss meinen General schicken. So eine Scheiße, ey. Der ist da. Der hat das schon wieder gemacht. Dieses Chargen da. Okay, der General ist down. Dann schicken wir ihn raus. Sein zweiter General ist auch tot. Titus Brutus ist nun auch tot. Genauso wie Cassius Brutus. Aber die Phalanx existiert nicht mehr. Und die Equitas ist wieder da. Ich glaube, ich spinne. Unser General kämpft weiter. Mach keinen Scheiß jetzt. Wir müssen das gewinnen. Ah, wir verlieren das, glaube ich. Obwohl sein General, alle drei Generäle sind tot und er kämpft einfach weiter. Aber er kriegt jetzt eine Massenflucht. Sehr gut. Ach nö, nicht die Hunde. Nö. Oh, das ist vorne nur eine Einheit, die er davon hat, glaube ich. Hier raus, der General. Muss gegen die Kriegshunde kämpfen. Guck mal, wie die Hunde mir hinterherjagen. Sass! Oh, Kotz. Ich hasse die so sehr. Guck mal, wie die mir hinterherjagen. Diese Scheiße, ey. Ich hasse Hunde. Ja, aber gewonnen, glaube ich. Dass der grüne Römer mit einer vollen Armee zu mir kommt, sagt halt auch viel über seine Stärke aus, ne, dass er sich das erlauben kann. Ja, reitet sie nieder. Ist ganz gut. Beere!
Guck mal, die Hunde da an. Saas! Guck dir das an, wie saßig die sind. Diese scheiß Hunde, ey. Gott, ich hasse Hunde nicht nur im echten Leben. Wie kannst du sowas sagen? Naja, kommt halt immer wieder, ne? Ich glaube, ich muss daraus was lernen. Ich glaube, ich muss meine Fahrlangen ein bisschen anders aufstellen. Ich brauche mehr Speerträger und dann muss ich die so aufstellen. So. Ich zeige euch das mal kurz. So. Und dann eine weitere Fahrlang so. Euer Kriegsherr ist bei seinen Armen. Seine Krieger brauchen ihn noch. Ein scheiß Hund hat den Tod gebissen. Ey, das ist nicht wahr, oder? Ein scheiß Hund! Guck dir das mal an! Die Scheiße hört doch nicht auf. Das ist ja echt wie im echten Leben, ey. Naja, was ich sagen wollte, also eine andere Taktik einfach, ne? So ein Kessel bilden. Keine Linie, sondern ein Kessel. Das wäre vielleicht besser. Ach, wisst ihr was? Los, stürm da hoch. Ja, mach doch. Die Generalsverwache wird ja eh aufgelöst. Tja, die Frau von ihm, die ihn kurz vorher geheiratet hat, die ist nicht zufrieden damit, glaube ich. Er hat noch Ballisten, ne? Ja. Feindliche Armee flieht. Jagt sie. Alles dabei. Ah, geht das noch? Ja, ein bisschen was. Ja, doch, ein bisschen was haben wir noch erwischt. Wir müssen nicht mehr kämpfen. Aber seine Armee ist ausgelöscht. Das sind unter 10% seiner Leute. 15% müssen weg sein, dann klappt das. Und die Generäle müssen, glaube ich, sterben, dann geht's. Die Speerträgerbande. Eine komplette Einheit Speerträger wurde wiederhergestellt. Eine wurde aber. Ja, die barbarische Söldnerkavallerie, die habe ich ignoriert gehabt. Aber die wollte ich ja sowieso nicht mehr haben. Hm. Naja, wir verlieren aber auch einige Einheiten. Das war nicht gut. Also noch so eine Schlacht und wir sind verloren. Weil wir haben immerhin erstmal den grünen Römer zurückgeschlagen, ne? Das ist erstmal das Wichtigste. Oh nein, jetzt kommt die nächste Botschaft. Das wird, glaube ich, schwer. Oh nein, bitte nicht. Nein, nicht schon wieder Kriegshunde. Oh Gott. Probieren wir mal die andere Taktik durchaus mal aus. Ich würde aber tatsächlich... Ah, wobei, ich bin gerade überlegen, ob ich das wirklich heute machen will. Weil die Belagerung ja auch schon, ne, wir wissen... Ah, wobei, nee, komm, ich mach das noch heute, komm. Weil ich mag immer nicht so gerne mit einer Schlacht beginnen, eine Aufnahmesession. Machen wir das so, dass wir das dann jetzt spielen und dann die Kampagne dann beginnen mit der Runde dann. Das Schicksal hat entschieden. Heute müssen wir kämpfen. Der Sieg. Ja, ja. Wird schon. So, also. Na, dafür habe ich aber zu wenige, glaube ich, ne? Ja, dafür habe ich zu. Na, wir können ja vielleicht so. So. Und dann. Na. Genau so. Und dann so. Und dann... Na, komm. Ja, genau. So, ja.
So, die kommen damit. Na, das sollte ich lieber nicht tun. Nee, das sollte ich lieber nicht tun. Nee, man sollte die Einheiten nicht so drängen. Nicht so eng drängen, weil das ihren Zusammenhalt senkt. Und dann flieht die Einheit. Oder wird halt auseinandergenommen. Ja, das gefällt mir hier gerade nicht. Machen wir so, vielleicht? Nee, das ist ein totaler Quatsch. Totaler Käse. Nee, das ist Käse. Ja, diese Trichter, hier vorne habe ich eine leichte trichterförmige Formation. Ist, glaube ich, in Ordnung. Ja. Gut. Hat aber keine Fernkämpfer so richtig, ne? Hoffentlich. Wie das quatscht. Oh Mann. Es ist katastrophal. Unsere Feinde haben unsere Mauern durchbrochen. Der Feind hat die Mauern besetzt. Treibt ihn zurück, sonst wird unser Volk geschlachtet. Wenn der Spanier da jetzt erfolgreich wäre, ne, das wäre der absolute Albtraum. Das wäre der größte Albtraum, den man sich vorstellen kann. Doch Scutari und die haben halt. Das ist. Scutari sind halt so eine Art Legionäre, so eine Mini-Legionäre. Oder Mini-Hast. Wir sind ja noch keine Legionäre. Kennen das ja noch nicht. Aber so Mini-Hastati. So Mini-Principes. Weil die auch so einen Brustpanzer tragen und Wurfspeere nutzen und Kurzschwert einsetzen. Das ist halt quasi so eine Nachmache. Ein spanisches Imitat. Ja, das ist ganz gut, was hier gerade... Iberer-Infanterie ist auch nicht gut. Vor denen müssen wir keine Angst haben. Den Stierkriegern, vor denen müssen wir Angst haben. Ja. Aber er scheint auch eher in den Nahkampf zu gehen und nicht in den Fernkampf. Das ist gut. Und Schildkavallerie. Ja. Er hält euren Angriff. Ja, sag ich ja, die ist schlecht. Die haben auch schlechte Moral. Ja, kämpft noch ein bisschen mit, aber sobald da ein Mann Ja, okay, da ist ein Mann umgefallen, dann möchte ich das nicht. Also die Schlacht läuft deutlich besser als die gegen die Römer. Aber der Spanier ist scheinbar nicht so stark wie der Römer. Fragezeichen. Hat doch Plänkler leider. Ich könnte hinterher reiten, aber dann riskiere ich, dass mein General plötzlich von Langschildkavallerie oder sowas abgefangen wird und das möchte ich nicht. Schlachthof. Sass! Hunde! Da ist die Langschildkavallerie. Oh, das sieht doch gut aus. Ja. Okay, da müssen wir mal kurz mit der anderen Phalanx drumrum schließen. Weil das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da eventuell die Langschildkavallerie durchbricht. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ja, das ist ein Problem. Schildkavallerie. Ja, vor denen habe ich ein bisschen Respekt, ne?
Na, nicht durchwirbeln, bitte. Aber was macht ihr da? Feindliche Kriegsherr flieht vor unseren Kriegern. Nein. Greift an, nein, nicht jagt die anderen hinterher. Nein, nicht hinterher reiten. Dünnes Eis. Das hier ist ja eine sehr gute Situation, weil er hier nicht so gut stürmen kann. Weil die Stierkrieger machen mir tatsächlich relativ hohe Verluste hier gerade. Muss man vielleicht auch mal den Trichter zuklappen lassen. Vielleicht sieht's dann besser aus. Nee, was ihr da macht, das ist schon wieder komplett falsch. Lasst das. Nackte Fanatiker. Okay. Okay, wir sollten den Stierkriegern hinterherreiten auf jeden Fall. Hab ein bisschen Angst, dass sich da gleich was sammelt, leider. Nee, mach mal so. Ja, und dann so. Na komm. Na, deshalb lag ich mit meinem General immer in den Fliehenden hier in den Stadtschlachten nicht hinterher, weil es kriegt die Wegfindung meistens nicht hin. Ist ein bisschen schwierig. In Medieval 2 klappt das besser. Vielleicht einfach durch Brute Force. Da, seht ihr das? Die reiten hier nicht lang. Das machen sie einfach nicht. Egal, was ich versuche. Kriegen wir schon hin. Ibera-Infanterie. Das sind nur Ibera-Infanteristen. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Genau, die Plänkler müssen weg. Genau. Ah, diese Schlacht läuft deutlich besser. Aber deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. Wir brauchen hier aber dringend Bevölkerung, weil wir müssen diese Truppen hier fortbilden. Zu viel Angst gehabt. Das ist doch schön. Bewegung. Ein bisschen was hat er noch, ne? Also der Spanier macht mir jetzt weniger Angst. Dafür habe ich jetzt mehr Angst vor dem Römer. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Römer in dieser Kampagne hier auszulöschen... Ja. Ich schicke die ganze Zeit dahin und da. Guckt euch das an. Ja, ist die Wegfindung. Aber die ist im Remaster leider überhaupt nicht verbessert worden. Also das ist die eine Sache, die das Remaster hätte über das Original haben können. Über das Original. Nicht gleichwertig. Ich finde, es ist ja gleichwertig beides. Kommt immer darauf an, worauf man Bock hat. Mehr. Diese eine Sache, die hat's nicht. Der Feind fliegt vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Das machen wir. Jagt und tötet sie alle. Aber alles gut. Man kann mit der Wegfindung durchaus sich arrangieren, wie es geht. Alles gut. Oh ja, wir machen so richtig schön. Ja, jede Einheit platt. Sehr gut. So, die Einheit auch noch. Oh, jetzt gerade klappt es ganz gut mit der Wegfindung. Ja, manchmal setzt das aus. Manchmal setzt das aus und...
Ist das einfach so, ne? So, das haben wir schon gewonnen. Heroisches, ja, das sehe ich auch so. Feind wie einen Käfer unter dem Absatz zermalmt. Ein erstaunlicher Sieg. Oh ja. Wie viel Kills? Der barbarische Kriegs hat über fast 900 Kills, 2 Erfahrungen erlangt. Speerträgerbande hat 300, 300 Kills, 100 Kills. Wir haben auch Heilungen bekommen. Hm, lief gut. Die Schlacht lief sehr gut. So, damit haben wir den Spanier zurückgeschlagen. Und wir bekommen direkt die nächste Echtzeitschlacht auf Island. Der Rebell entsendet Truppen. Okay. Das machen wir auch noch Echtzeit. Wobei, das kann sein, dass wir das verlieren. Ich wünschte, da wäre diese Rebellenarmee nicht neben der Stadt. Aber naja, so ist es. Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Egal, die Toten zählen wir nach dem Sieg. Ja. Wenn du nur wüsstest, dass wir hier gerade keine Speerträgerbande haben, sondern diese scheiß barbarischen Söldner, die total schlecht sind. Natürlich schickt er die Druiden auf den General. Natürlich. Na komm, reit weiter. Okay, oh Mann, ey. Das ist aber auch eine Dreckseinheit, wirklich. Das ist aber auch eine Mülleinheit. Oh Mann, ey, warum kosten die so viel? Die sind scheiße. Ne, wir verlieren das. Ich wollte halt keine große Armee hierher schicken, weil das ist es einfach nicht wert. Der Feind feiert und. Ja, ich wollte einfach keine große Armee hierher schicken. Ich finde, das ist es einfach nicht wert, diese Kackstadt da oben. Naja. Das regt mich ein bisschen auf. Naja. So ist das. Bewegung! Es geht nicht weiter. Warum ist da... Vor allem, da ist eine Armee gespawnt. Ansonsten wäre da hätte nur eine Einheit drin gesessen. Nein, da muss eine Rebellenarmee noch nachspawnen. Das ist wichtig. Dann muss ich hier irgendwie mal... Ja, hier mit es irgendwie machen. Truppen von hier. Erst hat sich ausgelöscht worden. Klar wie Glas. Während die Ägypter seit Jahren farbiges Glas herstellen, haben die Karthager eine Methode perfektioniert, mit der sie Klares produzieren können. Die neuen, klaren Kelche werden von Menschen mit Geschmack aus aller Welt geschätzt. Ein Plus von 9000, 18.000 haben wir jetzt. Ägypten ist die fortschrittlichste Seite, obwohl die Karthager gerade klares Glas entdeckt haben. Und wir haben einen Agenten entdeckt. Ach du Heilige. Der macht hier D-Day. Oh Mann. Das ist nicht so schön. Nee. Hi, Captain! Naja, er kann uns nichts anhaben, letzten Endes. Und ich habe so ein dummes Gefühl, dass die große römische Armee vom... Ah, nee, die haben dann vorgebaut. Ah, okay. Die haben da so ein vorgebaut. Die haben sich eigentlich... Jetzt haben sie noch eine weitere Straßensperre errichtet. Mhm. Belagerungswaffen kriege ich keine, ne? Nee. Ja. Ich muss mir das gleich an. Ich höre aber, glaube ich, jetzt auf. Also ich werde jetzt hier keine strategischen Entscheidungen treffen. Außer vielleicht ein paar Gebäude. Patavium, ja, Leopold ist leider direkt danach gestorben, ja. Ja, die lippel ich nicht fort.
So, das wird repariert. Und dann holen wir unten. Wie viele Leute haben wir hier? Mehr als genug. Dann holen wir hier erstmal welche nach. Ja. Und dann hier auch ein paar nach. Und hier auch. Uns mal ein paar neue Truppen. Ja, hier bauen wir ja die Schiffe. Das ist nun mal so. Und in Hibernia. Ja, der ist leider auch gestorben. Ja. Marcurio. Naja. Agneta wurde geboren. Und Heinz ist volljährig. In Ariminium. Er ist reizbar. Er ist kein guter Verwalter dann. Also würde, er würde die öffentliche Ordnung nicht erhöhen. Aber er hat Kommando dadurch. Er hat eine rationale Sorge. Sehr rational denkend. Und trifft die nötigen Vorkehrungen. Er ist Vorbrecher und hat wenig Vertrauen. Hat Unbekannten gegenüber wenig Vertrauen und seinen Freunden gegenüber genauso wenig. 16 Jahre alt, der gute Heinz. Oh ja. Wir bauen hier einen Hafen, würde ich sagen, weil dann kann die Stadt handeln. Und Leonard ist auch volljährig. Und der sitzt in Lugdunum. Der ist, oh, der ist lebhaft, ein rationaler Glaube und gelassen. Das macht ihn sehr gut in der Verwaltung. Der hat hier tatsächlich auch direkt die Verwaltung übernommen. Ich würde tatsächlich ihn lieber nach Alesi. Oder warte mal, welche Stadt ist sehr reich? Na, eigentlich ist es Londinium, was sehr reich ist. Wir haben da sehr viele, wir haben da gar nicht so viele Leute. Aber es ist einfach eine sehr reiche Provinz. Weil der Handel hier so blöd. Und die Steuern sind ja auch nicht schlecht. Also es würde Sinn machen, ihn nach Londinium zu schicken. Ja. Und dann könnten wir ihm ja mit einer kleinen Armee schicken, nicht wahr? Nach Irland vielleicht. Oder ich schicke ihn nach Alesia, um es zu verwalten. Wir kriegen ja auch gute Steuern. Das wird noch mehr nächste Runde. General! Ich schicke ihn nach Alesia. Weiter geht es nicht. Dann haben wir den Wolfgang. Volker, ja, die sitzen da. Ich würde ja ganz gerne den Volker. Nee, den Wolfgang. Den schicke ich nach Limono. Es geht nicht weiter. So, hier müssen wir die Truppen auflösen, damit die Stadt Bevölkerung kriegt. Und hier hatten wir, glaube ich, ja, hier können wir leider nur. Ja, schon alles, was wir hier an Bevölkerung hatten, ist alles weg. Reparatur wird eingeleitet, gut. So gut, ein paar strategische Entscheidungen treffe ich jetzt schon, aber passt schon. Ist, glaube ich, okay so. Bevölkerung hier wächst nicht länger. Tja, dann ist das so, damit bin ich einverstanden, ehrlicherweise. Dann wird das nämlich auch nicht verschmutzt, so. So, Taverne haben wir hier. Dann, nee, das bilden wir nicht fort. Dann bauen wir hier den Versammlungshalle. Bordesham hat die Farmgemeinschaft. Dann bauen wir nun einen Heiligenhain der Freya. Guscotti hat die, kann nun große Boote ausbilden. Ich glaube, hier oben bauen wir einen Markt. Dann haben wir Lugdunum, die Taverne. Da bauen wir jetzt den Thronsaal. Ariminium hat den Schrein des Donar. Dann holen wir uns jetzt als nächstes den Heiligen Hain des Donar. Und Ariminium haben wir Reparaturen durchgeführt. So, das hier ist D-Day. Da muss ich mir was einfallen lassen. Das Haus der Julia und die Spanier sind wieder im Krieg. Genauso wie das Haus der Julia und die Ponter. Und Pontus ist auch mit dem Haus der Bruti im Krieg. Na, deshalb sind die auch im Krieg. Weil die Pontus hat jetzt die Römer angegriffen. Und der Julia, der tritt auf seiner Seite mit ein. Genau. Ich bin sehr froh, dass Pontus da sowas macht. Und ich würde ganz gerne meinen Diplomaten. Wo ist mein Diplomat? Da. Kann ich etwas tun? Nur die Makedonier. Nicht, dass der Spanier Frieden will. Ich meine, wir können es probieren, ich aber. Ich rede mit ihnen. Machen wir mal. Nee. Nee, nee. Okay. Ich schicke ihn. Oh, das ist ein langer Weg bis Pontus. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Müssen wir es gucken, geht nicht weiter. Wie wir das machen. Alesia hat Nachträuber. Große Boote in Londinium und Arretium. Ariminium haben wir Adelskavallerie ausgebildet. Das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Ich würde auch nicht weiter hier rumsitzen und das nichts tun. Ich würde viel lieber Alita-Axtkämpfer. Nee, ich glaube, ich hole mir da die normalen
Na, wobei, die sind die Besten in der Defensive. Ich würde so gerne nochmal die Einheiten nutzen, aber ich brauche die irgendwie nicht. Ich brauche was, was eine Linie hält gegen die, für die Kavallerie. Und das ist halt einfach die Speerträgerbande. Also wir könnten uns die Axtkämpfer trotzdem holen, aber... Aber warum, wenn die Speerträger besser sind? Außerdem müssen wir müssen auch hier sowieso noch eine Garnison bauen. Also das hat sich das sowieso das Thema erledigt. Weil wir sowieso hier eine Garnison bauen müssen. Dann hat sich das Thema hier erledigt. Was wir jetzt hier rekrutieren wollen. Okay. General! Genau, und du? Wir haben noch 5000, das sollte reichen, um die Truppen fortzubilden. Die Berserker zuerst, dann die Kavallerie, dann die Axtkämpfer, dann die Kavallerie und den Rest machen wir auch. Na, das reicht auch an Geld. Boote bereit? Weiter geht es erstmal nicht. Sind bereit. Bauen wir noch ein Schiff? Ja, ein Schiff bauen wir noch. Eins wird noch gebaut. Setzt die Segel. Ah, nee. Bleib im Hafen. Man weiß ja nie, ob da Piraten kommen. Ja, der Gallier, das Schlimme ist, der Gallier, der sitzt, ja, der ist auch hier, ne? Boah. Na gut, die Truppen sind dann fortgebildet und das hier wird nicht so gefährlich sein, denke ich mal. Fragezeichen. Wer weiß, was da kommt. Ja, ich würde so gern mit dem grünen Römer Frieden schließen, aber ich glaube, es wird nicht gehen. Und Rom ist, also ich habe noch keine Idee, wie wir Rom einnehmen wollen. Ich habe noch keine Idee, wie wir den Julier vernichten wollen. Und ich habe noch keine Idee, was wir mit Spanien machen. Viele Fragen und sehr, sehr viele offene Antworten, die fehlen. Einfach. Und ich muss gucken, wie wir das weitermachen, nicht wahr? Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Die nächste Aufnahmesession ist wahrscheinlich nicht so lang hin. Wobei ich glaube, dass es sein kann, dass ich auch ein bisschen Medieval 2 wieder spielen werde. Und das kommt ja auf demselben Platz wie das hier. Von daher würde das dann sich ein bisschen abwechseln. Auf der anderen Seite sehe ich mich eigentlich sehr schnell hier wieder zurückkehren in einiger Zeit. Habe jetzt sehr viel im Voraus aufgenommen. Würde mich dann jetzt wieder auf Warhammer vielleicht fokussieren. Vielleicht. Mal gucken, was ich dann morgen da spielen will. Also, besser gesagt heute. Jetzt. Mittlerweile, also am Samstag. Weil ich gucke erstmal DSDS. Und dann muss ich gucken, ob ich dann noch Bock habe aufzunehmen. Ich gehe davon aus, ja. Aber dann kann es sein, dass ich in Warm 1 weitermache. Es kann sein, dass ich Skyrim weitermache. Es kann sein, dass ich Warhammer weitermache. Es kann sein, dass ich Medieval 2 weitermache. Also es ist alles möglich. Ich weiß das ja immer vorher nicht. Ich entscheide das ja sehr spontan. Ich habe das heute auch bis zur letzten Minute nicht gewusst, dass ich tatsächlich Warm 1 spielen werde. Habe ich nicht gewusst. Von daher ist das auch sehr interessant, immer zu sehen, worauf ich dann doch plötzlich so spontan Bock habe. Und entscheiden im Vorfeld tue ich das nicht und planen tue ich das auch nicht. Aber ich meine nur so, meine Idee wäre jetzt, um wieder ein bisschen Abwechslung zu haben, wieder Warhammer zu spielen. Weil ansonsten spiele ich jetzt nochmal Warhammer 1 und dann sitze ich vielleicht da und denke mir so, ich will die Kampagne pausieren. Und das wäre schade, das möchte ich noch nicht eigentlich. Deswegen, oder was ist eigentlich, ich möchte das nicht aktuell. Und deswegen wäre das cool, wieder ein bisschen Abwechslung zu haben, ein bisschen Warhammer zu zocken und dann wieder hierher zurückzukehren und dann wieder bei voll fresh zu sein hierfür, dass ich die Germanen zum Sieg führen kann. Weil wir haben da tatsächlich noch einiges offen, ne? Ja, wir haben da noch ein bisschen was vor uns. 6 verlorene Schlachten. Das geht eigentlich. 77 gewinnen. Unser Anführer ist Odell. Geldtechnisch haben wir nein. Wir haben ein Einkommen von knapp 10.000. Ungefähr 10.000. Wir haben sehr viele Feinde. Sie werden nicht weniger. Naja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen und ich bin sehr gespannt und ja. Wie gesagt, ich glaube, dass ich das nächste Mal, wenn ich aufnehme, nicht Warhammer 1 aufnehme. Ich glaube, dann wird es Warhammer sein, um wieder Abwechslung reinzukriegen. Nicht, dass ich, weil das habe ich ja in der Vergangenheit schon gemacht, ne? Ich habe ja damals Westrom im Remaster gespielt und da habe ich ja dann wieder nach 19 Parts dann aufgehört. Wäre schön, wenn wir das hier nicht so machen. Wäre schön, wenn wir hier dran länger sitzen und das dann so machen. Das wäre, was auch eine Option wäre, wäre Medieval 2. Wenn ich Abwechslung will, aber vielleicht nicht so Bock auf Warhammer habe und immer noch was Historisches spielen will, dann wäre auch Medieval 2 möglich. Aber schauen wir mal, wie es wird. Ich schaue jetzt einfach mal, was morgen meine
Stimmung ist und worauf ich Bock habe. Und dann spiele ich einfach das, worauf ich Bock habe, ganz spontan. Entschließe ich das dann nach DSDS. Oder aber ich entscheide mich sogar, nicht zu spielen. Das kann auch sein, dass ich dann nicht aufnehme morgen. Dass ich dann nach DSDS nicht mehr aufnehme. Das kann auch sein, dass ich das so mache. Mal gucken. Ja. Gut, dann verabschiede ich euch und ich danke euch fürs Dabeisein, fürs Treu damit, mit Fiebern und Mitdenken. Und ach, wir haben ja schon eine sehr, sehr coole Kampagne vor uns und wir haben hier schon sehr, sehr viel geschafft und ich hoffe, wir schaffen weiterhin vieles. Noricum ist übrigens immer noch eine Rebellensiedlung. sollten wir vielleicht mal einnehmen gehen, ne? Naja. Vielleicht mit einer Armee, die wir hier zusammenziehen, aber... Ja. Aber ich war hier echt ein Geizkragen hier oben, ne, bei Irland. Ich war hier echt ein Geizkragen. Gibt es Stonehenge hier nicht als Wunder? Ne, ich glaube nicht. Oder? Na, Wunder kann man sehen auf der Karte, wenn sie verdeckt sind. Ja. Steigert den Seehandel um 40%. Boah. Senkt Gebäudebauzeiten um 20%. Hat keinen Effekt auf Gebäude, die in weniger als 5 Runden erstellt werden. Steigert die Loyalität der Ägypter gegenüber der besitzenden Seite, unabhängig von der Kultur. Also dann hat man es leichter, ägyptische Provinzen einzunehmen, weil die dann immer loyal sind. Sehr spannend. Dann haben wir hier hinten noch immer die hängenden Gärten. Ein Farmertrag von 20%, ein Bonus. Und irgendwas gibt's noch. Weiß aber gerade nicht mehr, was das war. Ja, wobei, ich glaube, das war's. Mehr gibt's gar nicht. Ah doch, hier. Loyalität von +4 auf Bevölkerung in allen Siedlungen. Cool. Ich kann schon wieder nicht aufhören zu spielen. Ne? Es ist definitiv, kann es mit Warhammer konkurrieren vom Spaß her. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, oh, dann spielt es doch noch länger und noch länger und noch länger. Ich will auch Abwechslung drin haben. Also es. Ich. Mal gucken, wie es mir morgen, wie ich da morgen drüber denke. Ansonsten mache ich vielleicht auch noch hier von doch noch eine Aufnahmesession. Ich entscheide das spontan, okay? Mach das so. Aber ich meine, ich wollte euch nur sagen, wie der aktuelle Zustand ist, was ich mir jetzt aktuell so denke. Und ich denke mir so, ich sollte morgen, wenn ich aufnehme, vielleicht nehme ich auch nicht auf, aber wenn ich aufnehme, sollte ich was anderes spielen, damit ich hier nicht ausbrenne von. Weil wenn ich hier erstmal keinen Bock mehr drauf habe, dann pausiere ich das sofort. Also da gibt es gar keine Luft dann irgendwie. Das mache ich sofort. Da ziehe ich sofort den Stecker. Und das wäre doch schade. Ja, ich hoffe, dass ich hier noch länger Spaß haben kann. Ja, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und auf Wiederhören. Ja.